Bevor wir mit unserer Traumfahrt beginnen, habe ich eine Bitte. Wenn Sie Fotos machen wollen, bitte denken Sie daran, dass der Blitz ausgeschaltet ist. Hello, welcome to the world's largest freestanding aquarium. My name is Katja, I will be your guide for this dive inside of the world's largest freestanding aquarium. If you like to take pictures, please without flash. Und nun tauchen wir ein in eine wunderschöne tropische Unterwasserwelt. Korallenriffe gibt es seit über 400 Millionen Jahren. Sie stellen neben den tropischen Regenwäldern den artenreichsten Lebensraum der Tierwelt dar. Obwohl sie nur ca. 2% der Oberfläche ausmachen, beherbergen sie gut 20% aller Karibikfischarten. Hier bei uns in Aqualung Berlin haben wir in einem Milliliter Salzwasser 1500 Fische von 97 verschiedenen Arten. Inside our Milliliter Water we own 1500 Fishes from 97 different species. Der Aquarium ist 25 Meter groß, das Aquarium macht davon 16 Meter aus. Der Aquarium besteht aus zwei Glaszylindern mit einem Gesamtdurchmesser von 12 Metern. Von der inneren zur äußeren Scheibe sind es 3 Meter. Das sind auch Silberfische, die sind wegen seines Silbermunds. Die kleinste davon sind Karos mit der gelben Schwanzflosse und den schönen Augen, also die Silberflossenblätter. Wenn man hier mal zum Mond schaut, von unserem Rücken, dann sieht man vielleicht auch unseren Blaupunktstich. If you have a closer look in our sandy bottom-up or coral reef, maybe you're lucky to see a blue-spotted stingray. Die großen silberfarbenen Fische ohne auffälliges Muster, die sind die pazifischen Tarpone. The silverfish is without any pattern, the fogtail, these are the Pacific tarpons. And you can see a yellow fish with a black and white face, this is the fox face. Wenn Sie einen gelben Fisch sehen mit einem weiß-schwarzen Gesicht, dann sehen Sie das Fuchsgesicht. Der ist gar nicht so harmlos, der hat nämlich einige giftige Stacheln auf seiner Rückenflosse. The almost similar fish with two black bars in his face, this is the dead fish. If you, wenn Sie einen fast kreisrunden Fisch sehen, und zwar noch den Streifen gesehen, das ist der Fledermausfisch. And the silver fishes have their yellow tan, and the black stripes, these are the golden trevally. Die Silberfische mit den gelben Tarn und den auf den Streifen, das sind die Königsmakrelen. Der Aqualung bringt einiges auf die Waage, man sagt, ein Elefant wiegt eine Tonne, wie der gesamte Aqualung 2000 Elefanten. Allein schon der Fahrstuhl bringt 25 Elefanten und somit 25 Tonnen auf die Waage. Der große blau-grüne Fisch, den man hier sehen kann, das ist der Napoleon-Fisch. Das ist der größte Fisch bei uns im Aqualung. 2,50 Meter kann er groß werden und 190 Kilogramm auf die Waage bringen. Big Blue Green Fish over here, that's the largest fish inside of the aquarium. This is the humpback whales. Und nun kann man hier jetzt eine Leiter und noch eine Tür mit einem Bullauge sehen. Das ist die Taucherebene. Jeden Tag lang in ihre Taucher ans Becken und am Sonntag, um die Schatten zu säubern und die Tiere zu beobachten und zu füttern. Oh, it's good to one, but I'm sorry. I'm interested in it. Sorry. You can make a lot of people.
Der echte Rock, das heißt, dass sie nicht Lehmgebäude sind, sondern Eierlegen. Also diese Art Rock, die wir hier haben, sind alles eierlegende Rocken. Wer von Ihnen hat denn eben schon mal ein Rockei, hat sie vielleicht schon gesehen? Aber ich habe hier auch noch ein Rockei, das Sie mal in die Hand nehmen können. Ja, das sind alles Tiere, die in der Nordsee vorkommen. Auch die, Hier, genau, die Plattfische sind hier die Steinfutter, die großen. Und die Scholle ist die, die hier vorne liegt, mit den orangefarbenen Flecken. Denn auch, obwohl die Farbe verändern können, bleiben die Flecken interessanterweise immer gleich warm. Also die Scholle wird immer orangefarbene Flecken haben. Sie können also nicht mehr dabei, wie gesagt, in etwa 30 bis 70 Meter Tiefe. Also wenn Sie jetzt in der Nordsee schwimmen gehen, haben Sie auch nicht unbedingt Kontakt. Bleibt ihr hier. Ich war auch noch ein Moment.